Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir heute Raft. Oder Raft, wie auch immer man es aussprechen mag. Und zwar sind wir hier schon im Menü und können uns hier noch einen Charakter auswählen. Name ist klar. Könnt ihr halt quasi nur wählen, ob männlich oder weiblich, eine Maya. Aber wir sollen ein Hui sein. Wir machen uns eine neue Welt. Fangen wir mit einfach an. Wir nennen unsere Welt The New World. The New World. So. Fans can join, okay. Passwort 1, 2, 3. Und schon kann's losgehen. Und da sind wir auch schon. Wie ihr sehen könnt, mitten auf dem Meer. Oh, ein kleines Floß. Oh mein Gott. Und wir haben diesen kleinen Enterhaken. Tab kommt ins Menü. Der Plastikhaken. Genau. Ich glaube, wir müssen mal noch schnell die Facecam ändern. Moment. So, und jetzt die Facecam auf der richtigen Seite, meine lieben Freunde. Stoppt nicht mehr so ein paar Menü. Genau, hier könnt ihr euch einen Plastikhaken immer bauen. So, was machst du essentiell? Wo ist das Loot? So, oh, drei. Vor dem müsst ihr euch immer in Acht nehmen. Der versucht auf unser Floß zu essen. Und uns natürlich auch. Wichtig am Anfang ist erstmal für uns, dass der Nahrungsbalken und der Wasserbalken hier runter geht. Also müssen wir jetzt nicht verdursten. Wir dürfen nicht verdursten, oh mein Gott. Den Haken. Ja. So, ein Palmenblatt. Plastik. Mal her mit. So, dann haben wir schon die ersten Sachen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Bauhammer. Wir brauchen noch zwei Planken und zwei Seile. Plastik. Da drüben haben wir ganz viel. Den Sachen, die direkt am Fluss vorbei kommen, die könnt ihr direkt mit E aufnehmen. Großes Fass. Da sind viele Sachen drin, das ist auf jeden Fall praktisch. Zack. Oh, hat den gereicht. Vorbei so daneben. Naja, ihr seht es noch nicht ganz einfach. Zack, zack. Mehr Holz, brauchen mehr Holz. Damit was fast auf uns hingehen lassen. Sehr gut. Auf. So, jetzt haben wir schon die ersten Materialien gesammelt. Jetzt können wir erstmal zum Fluss ein Stückchen größer machen. Und uns den Hammer bauen. Den wir haben wollen. So. Ohne Hammer geht nichts. Dazu brauchen wir Seile. Könnt ihr hier Schraube gehen? Seil. Jetzt braucht ihr bloß Palmblätter. Zack, Seil. Dann zurück zum Werkzeug. Ein Hammer. Zack, Hammer gehen. Ob wir den kriegen, das Fass. Reicht nicht. Schwimmen hin. Zack. Wir müssen noch eins. Ah, wir müssen zurück. Ah ja, schon zweimal angegriffen.
So, jetzt können wir hier bauen. Ganz ein Stückchen größer. So, das sieht schon gleich viel besser aus. Oben ist ein bisschen Platz. So, als nächstes müssen wir uns auf jeden Fall erstmal um unser... Das muss nicht verdursten. Und zwar... Schauen wir einfach mal hier rein. Wir brauchen bei Nahrung einfach einen Reiniger. Wir brauchen noch eine Holzplanke mehr, noch ein Blatt und viermal Kunststoff. Erstmal viermal Plastik, ganz wichtig. Und das Fass holen wir uns noch. Das wird nicht, oder? Das gibt's doch nicht. Typischerweise kommt hier noch eins. Jawohl. So. Einfach rein. Jetzt können wir bauen. Ist das mal die Mitte vom Fluss, weil der Hai, wenn der angreift und uns ein Stück vom Fluss wegbeißt, ist der Reiniger mit weg. Er könnte es drehen. Und wir brauchen jetzt noch eine Tasse, um das Ding zu befüllen. Okay, brauchen wir viermal Plastik, Kunststoff. Eins. So, eine Tasse herstellen. So, haben wir die jetzt hier unten im Inventar. Gehen wir ins Wasser, ein bisschen Salzwasser. Das da rein. Jetzt müssen wir noch Holzplanken auflegen. 1, 2, 3. Das mal. Und jetzt wird das Salzwasser zu Süßwasser. Also zu trinkbarem Wasser. Was noch ganz wichtig ist, wenn euer Haken kaputt geht, guckt, dass ihr erstmal immer einen auf Reserve baut. Jetzt immer Kunststoff. So, auf jeden Fall nochmal schnell Kunststoff ranholen, zack. Und noch einen zusätzlichen Haken. Für die Notfälle. So, das Fass brauchen wir unbedingt. Gibt's da nicht. Das holen wir uns so. Ah, da hi. Hilfe! Blitz! Ja, damit! Oh, hier hängen gleich drei Blätter zusammen, das ist auch gut. Palmblätter braucht man ja immer, um Seile herzustellen. Zack! So, jetzt da auch kaputt gegangen. Kommt so ein lustiges Geräusch. Zack! So, am Anfang ist das mir hier ganz viel looten in dem Game. Boah, es kommt doch gerade relativ viel. Das ist eigentlich ganz nice. So, das nächste Schritt wäre, wir müssen uns ja noch was zum Essen machen können. Brauchen wir einen Grill. Noch drei Seile herstellen. Eins, zwei, drei. So, jetzt haben wir drei Seile, müssen wir mal kurz gucken, dass wir das Fassfleisch noch mitnehmen. Ah, das ist auch ziemlich weit weg. Komm schon. Reicht nie. Und nochmal. Komm schon. Komm. Reicht nie. Naja, gut. So, dann gehen wir hier auf Nahrung und einfacher Grill. Den können wir jetzt platzieren. Und setzen wir natürlich gleich direkt hier daneben, dass der auch nicht verloren gehen kann. Perfekt. Und Fass.
kann mit. Zack. Und gleich noch eins. Zack. Sehr gut. So, nur noch Wildplanken drauflegen. Jetzt brauchen wir natürlich noch Nahrung, die wir drauflegen können. Inventar, noch nichts. Aber manchmal ist auch was in so einem Fass drin. Aber wir können uns auch selber was fangen. Dazu brauchen wir eine Angelrute und weitere 8 Seile. So, jetzt gucken. 1, 2, 3, 4 haben wir schon. 5, 6, 7. Okay, brauchen wir 2 Palmblätter. Was man gerade braucht, kriegt man natürlich immer nie. Soll es auch anders sein. So. Ah. Eins. Und noch eins brauchen. Prinzipiell am Anfang könnt ihr erstmal alles einsammeln, was so geht. So, da war das zweite drin, was wir brauchen. Sonne geht unter, erster Tag geht zu Ende. So, jetzt können wir noch ein Seil herstellen. Zack. Jetzt haben wir 8 Seile und wir wollten uns eine Angel machen. Da ist er. Das haben wir jetzt auch hier unten drin und dann können wir jetzt auch schon Fisch fangen. Bitte mir hier nicht verhungern. Das ist am Anfang erstmal. Das essentiell Wichtigste, dass ihr euch dahingehend erstmal absichert, dass ihr nicht verhungert und nicht verdurstet. Komm, Fischi, Fisch. So, mal. Oh Mensch, lass mal schnell Holz aufsammeln. Zack, zack. Her mit dem Zeug. Nichts. Und hier ist ein Fass. So, gut. Dann können wir den Fisch auch schon mal drauflegen. Gegrillt. So, ihr seht, das Süßwasser ist fertig. Und jetzt müssen wir die Tasse wieder auswählen, das Süßwasser nehmen, trinken. Perfekt. Neues Wasser. Und nur wieder reinfüllen. So, Nahrungsproduktion läuft erstmal. Das Fass da hinten nehmen wir erstmal mit. Dann können wir die Angel nochmal auswerfen. Ist relativ dunkel auf dem Floß. Vielleicht können wir uns dann auch noch Licht machen. Glücklicherweise ist der Mond heute gut zu sehen. So. Zack, damit. Schauen wir mal rein. So, was können wir bauen? Eine kleine Kiste, ein Bett. Hier Schild, Kalender und Ablage brauchen wir jetzt erstmal soweit. Nee, ein Segelwerk ganz gerne. Und 20 Palmenblätter. Das ist allerhand. Oh, da in dem Fass waren zweimal rote Rüben drin. Perfekt. Direkt was auf den Grill davon schmeißen. So, Fisch. Rübe drauf. Und gleich wieder was trinken. Aufmachen. Zack. Alles schön einsammeln. Ich glaube, bevor wir das Segel bauen können, sollten wir das Floß ein Stückchen größer machen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Plaste und Holz jede Menge. Dinge machen. Fass. Oh. Ja, schön schnell hin. Schnell, 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 schnell. Oh. Aua. Aua, aua. Zwei Kerne kann blättern. So, mach einfach. Quasi vorn, also Fahrtrichtung nach da. Noch eine Reihe dran.
Ah, der Hai greift an. Wir brauchen einen Speer. Da brauchen noch zwei Seile, aber das schaffen wir es nicht. So, um den Hai abzuwehren. Als Speer. So, haben wir jetzt gebaut. Jetzt müssen wir mal das Lecke so reparieren. Und jetzt würde ich sagen, machen wir einfach hier noch eine Reihe dran. Und hier. Da haben wir bestimmt auch Platz fürs Segel vorn. So, jetzt war der Haken kaputt. Ich hoffe, wir haben jetzt noch was. So. Ja, nein. Nein. Na, aua. Ah, er ist ganz schön bissig hier. So, gucken, ob es für das Segel reicht. Boah, das ist natürlich unten. Logisch. Genau. 20 Blätter, 10 Planken und 3 Schrott. Ich würde sagen, wir stellen sie vorne hin. Genau. So, dann können wir das dann quasi öffnen. Und drehen. Woher der Wind kommt, das müssen wir natürlich, müssen wir noch so einen Wimpel bauen, ja. So, ein Wimpel. Wir brauchen noch ein Seil mehr. Ein Seil. Zack. Und zurück zum Wimpel. So, jetzt haben wir doch diesen Wimpel gebaut. Ich mache den jetzt am besten mal hier hin. So, Wind kommt von hinten. Säge ist richtig ausgerichtet. Perfekt. So, jetzt sind wir noch ein bisschen besser unterwegs. Können unser Boot noch steuern. So, okay. Rübe. Nom nom nom. Fisch auf dem Grill machen und was trinken. Genau. Immer schön wieder hin. Als nächster Schritt wäre, ihr seht, wir haben ja schon 2 Baupläne bekommen, die waren in den Kisten drin, in den Fässern. Jetzt müssten wir eine Werkbank bauen. Forschungstisch nennt sich das, genau, hier ist er. Dafür brauchen wir noch einmal Schrott mehr und noch weitere 7 Holzplanken. Also, let's loot. Oh, der Hai greift an. Nein, nicht mein Wimpel. Wieder mit dir. Ende. So, wie ihr seht, die Innenbodenplatte ist jetzt natürlich ziemlich kaputt. Könnt ihr mit dem Hammer, macht der Rechtsklick, habt sie unten reparieren. Kostet natürlich auch wieder Holz. So, wieder ganz. Das ist bloß, falls er jetzt auch nochmal angreift, dann würde der Wimpel uns verloren gehen. So. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Noch eine Rübe drauf und wieder schön was trinken. Ihr seht, Wasserbalken perfekt weit oben. Ja, klappt auch. So, jetzt brauchen wir die Werkbank. Wir müssen ja was erforschen. Und zwar Forschungstisch. Da ist er. Ein Forschungstisch.
kann natürlich, wie gesagt, alles mit R drehen, so wie er es braucht. Ich muss natürlich so hinstellen, dass man das zu uns zeigt. Genau. Ist natürlich dann so, dass man das auch nochmal abreißen kann, woanders hinstellen kann, ohne dass es kaputt geht. So, hier können wir jetzt quasi Baupläne einfügen, erforschen, zack. Erforschen, zack. Braucht natürlich nicht immer Baupläne, ihr könnt auch einfach jetzt zum Beispiel Plastik nehmen, rein. Das Teil für die Baupläne schon erforscht. Dann nehmen wir jetzt hier Blätter, erforscht. Holz, erforscht. Perfekt, eine Seide kann man noch reinmachen, die haben wir noch da, okay. Steine, okay. So, wie ihr seht, schon die ersten Sachen, die wir komplett erforscht haben. Teppich, Stuhl, Tisch und ein Steinpfeil. Okay, brauchen wir dann wahrscheinlich später für einen Bogen. So, okay. An dieser Stelle würde ich das Video für heute auch beenden. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, was wir noch entdecken für Inseln und was wir noch erforschen können, dann schaut doch im nächsten Video wieder rein. Bis bald. Ciao, ciao.